wenn wir alle wüssten, was die Freiheit ist, dann müssten wir diese Frage ja gar nicht stellen. Deshalb stellen wir die Frage an unser Publikum und stellen diese Frage auch an die Komponisten. Ich meine, es ist eh ein Wahnsinnsthema für uns alle, ja. Und jetzt natürlich durch Corona noch mehr, weil man sich natürlich die Frage stellt, was ist denn die Freiheit? Ja? Und wie viele Menschen haben sie selbstverständlich und wer hat sie überhaupt nicht? Es kam uns dieser Text von einem Diplomaten namens Halm unter, der 1848 mitten in den Wirren der Revolution auf die Unruhen, die da waren, reagiert hat und hat eben diesen Leuten, die alles kurz und klein geschlagen haben, diese Frage gestellt, was versteht ihr eigentlich unter Freiheit? Und von dem reicht diese Frage bis zu den Polizisten, die nicht wissen, wie sie mit den Mitbürgern umgehen sollen, die diese Freiheit suchen und sich auch entsprechend artikulieren. Dieses Programm jetzt hier, als wir das entwickelt haben und auch Dieter Kurz mit Stücken für den Chor dazu kam, da habe ich schon gemerkt, da ist Zunder drin in dem Ganzen. Und dann haben wir eigentlich alle gebrannt, ja, und dann kam das MLK noch dazu und dann kam Jevgen Gembig noch dazu, auch mit einem Freiheitsthema. Und ich habe gemerkt, da ist so wahnsinnig viel Potenzial drin. No, we are not satisfied. Ist nicht direkt bei den Protesten entstanden, sondern ich hatte das schon vorher angefangen, im Januar letztes Jahr, glaube ich. Und dann, wo die Proteste kamen, habe ich es dann fertiggestellt und es ging dann auch relativ schnell, muss ich sagen, weil es auf einmal so politisch wurde. Aber diese Spannungen in Amerika sind natürlich schon immer da und deswegen hatte ich ja auch diese Idee für dieses Stück. Und wir hatten ein Programm, das wir Freiheit nannten. Da gab es schon mehrere Sachen, die leider alle ziemlich durch Corona ausgefallen sind. Aber das war so ein Grundthema der letzten zwei Jahre irgendwie. Deswegen habe ich dieses Stück angefangen. Eine meiner bekannten Sopranistin namens Marlies Petersen. Sie hat mir mal ein E-Mail geschickt und gefragt, ob ich ein Stück für Chor komponieren darf. Und das war mir sehr zutreffend, weil ich selber Chorsänger bin und ich habe die Marlies durch eine Opernproduktion am Theater in Wien kennengelernt. Und ich habe mit Ja gesagt, mit viel Interesse natürlich. Und das Thema war mir auch interessant und mir nahe. Freiheit ist was ganz Wichtiges im Leben. Jetzt die Freiheit gibt, diese Stücke aufzuführen, das sind zunächst die Regeln, die wir genau einhalten, um in diesen schwierigen Zeiten überhaupt Musik machen zu können, aber auch die Leute, die zum Beispiel diese Aufnahmen produzieren, wie der SWR2 und natürlich die Lächler-Stiftung, die ganz mutig in der schwierigsten Zeit sich bereit erklärt hat, diese Sache zu fördern. Thank you.